method of madness, gorilla harmony, we blacked out. Muscle through the rubber noses, jungle fog the mask out. Blow darts in your neck, a slingshot sign that gasp the last house. While we the metaphors, we over minds, they back. Hey, hoi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich hatte ja letzte Woche das Video zu Naruto gemacht, welche Elemente er besitzt. Und darunter hatte Shibi Itachi gefragt, ob ich dasselbe mit Sasuke machen könnte, weshalb ich jetzt dieses Video hier mache. Und nochmal eine kleine Sache im Voraus, falls ihr im Hintergrund bei mir irgendetwas hört, bei mir ist das Fest immer noch nicht zu Ende. Ich weiß selber nicht, was hier gerade im Dorf abgeht oder wie lange das dauert. Aber ja, deswegen sorry, falls man es raushört. Aber gut, fangen wir an. Nämlich welche Elemente beherrscht Sasuke? Am Anfang hatte Sasuke nur das Feuer- und Blitzelement, also zur Classic-Zeit und alles drum dran. Feuerelement ist ja eigentlich klar als Uchiha, das hat eigentlich so ziemlich jeder Uchiha, ist da halt so ein Grundelement, was vererbt wird. Aber dazu hat er Sasuke dann auch das Blitzelement, weshalb auch das Chidori lernen konnte und so. Allerdings hat er jetzt mittlerweile neue Elemente dazu bekommen, nämlich erstmal das Enton, das ist das Brandversteck, aber nicht das, was Pakura hatte. Pakura war dieses Vibe da, was komische Flammenattacken machen konnte, die mit Edo-Tensei wieder belebt wurde. Aber das Brandversteck, was Sasuke hatte, ist etwas anders, nämlich ist das nur auf das Amaterasu bezogen. Das ist ein Element, was er halt durch sein eigenes Mangekyou Sharingan bekommen hatte, wodurch er Amaterasu kontrollieren kann. Und das ist halt auch ein eigenes Element. Und nachdem er das Rinnegan von Rikudo Zenin bekommen hatte, hatte er alle Elemente drauf, also alle Grundelemente. Weil das ist halt normal, wenn man das Rinnegan erweckt oder das Rinnegan hat, hat man automatisch alle 5 Grundelemente. Das ist bei jedem Rinnegan-Nutzer so. Und dabei ist es egal, ob man das Rinnegan implantiert bekommt oder ob man das selbst erweckt. Und dann noch das letzte, was Sasuke besitzt, nämlich das Ying-Chakra. Nämlich hat er ja von Hagoromo die Ying-Hälfte bekommen und dadurch hat er halt auch das Rinnegan und alles drum dran erweckt. Und dadurch hat er halt auch, ja, das Ying-Element. Und das waren alle Elemente, die Sasuke hat. Also alle 5 Grundelemente, das Brennversteck, was auf Amaterasu bezogen ist und das Ying-Element. Von daher, was ist mit dem Video? Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich werde wie immer oben rechts eine Abstimmung machen, ob das Video hilfreich war oder nicht. Aber ich denke mal, das ist etwas, was die meisten schon wussten. Aber falls nicht, dann freut es mich, dass ich euch helfen konnte oder so. Von daher, was ist mit dem Video? Und ich verabschiede mich auf Wiedersehen.